Was geht ab, Leute, und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA Fortnite Talk. Das heißt, wir reden heute über zwei FIFA-Themen und über zwei Fortnite-Themen, die meiner Meinung nach extrem interessant sind. Und dann starten wir direkt rein mit dem allerersten FIFA-Thema. Und hierbei handelt es sich um einen Trading-Tipp von einem guten Kollegen von mir, und zwar vom Saib. Er hat da nämlich einen Trading-Tipp zu den Team of the Group Stage-Karten rausgehauen, denn da werden demnächst höchstwahrscheinlich SBCs kommen, wo man diese Karten dann eben benötigt. Und deswegen ist es jetzt sinnvoll zu investieren und eben sich solche Team of the Group Stage-Karten zu holen. Eine sehr gute Investition ist zum Beispiel Blind oder Blind, wie man ihn auch aussprechen will. Der hat ein 83er Rating, kostet im Moment um die 20.000 Münzen, und deswegen solltet ihr auf jeden Fall im Moment in Team of the Group Stage Karten investieren, und das Video vom Saib habe ich euch natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Ja, weiter geht's jetzt nochmal kurz mit dem WM-Modus in FIFA 18, und zwar wurde da jetzt ein Gameplay angefertigt von einem sehr guten Designer. Allerdings kann ich das Gameplay leider jetzt hier nicht einblenden, da ich die Rechte dafür nicht habe. Deswegen habe ich euch dazu eben zu diesem Thema zwei Links in die Beschreibung gepackt, und zwar seht ihr dann eben dort das Gameplay, und es sieht verdammt geil aus. Also es sieht wirklich cool aus, und ich denke mal, wir alle würden uns sehr, sehr freuen über einen WM-Modus in FIFA 18, und ich hoffe, dass EA das demnächst auch rausbringen wird. So, und dann machen wir auch schon direkt weiter mit dem ersten Fortnite-Thema, und zwar kann man in Fortnite eigene Lobbys eröffnen. Ich weiß nicht, ob das viele von euch schon wussten, ich habe es jetzt erst vor kurzem rausgefunden. Man kann eigene Lobbys machen, indem man auf L2 geht auf der PlayStation, und dann kommt hier eben so eine Meldung: Schlüssel für benutzerdefinierte Spielersuche. Durch den Schlüssel für die benutzerdefinierte Spielersuche werden nur Matches gesucht, deren Spieler den gleichen Schlüssel nutzen. Also wenn jetzt jemand anderer auch FIFA Allstars eingibt, dann finden wir uns in einem Game. Dies ist hilfreich bei privaten Matches, Turnieren und anderen Spielen. Also ich denke mal, das ist eine wirklich coole Sache, finde ich sehr, sehr geil von Fortnite, dass sie das reingepackt haben. Und so kann man natürlich auch zum Beispiel bei uns in Streams eine FIFA Allstars Lobby machen, und dann können wir dazu 20 oder so einfach gegeneinander zocken. Und ich denke mal, das ist eine coole Sache, und falls ihr das demnächst sehen wollt in Streams oder so, schreibt das gerne mal rein, und da kann man auf jeden Fall jetzt in Fortnite eigene Lobbys eröffnen. Beim allerletzten Thema geht es jetzt um einen unfassbaren Lama-Spawn. Also die Platzierung von diesem Lama ist echt absolut genius, würde ich sagen. Ich bin nämlich so in Richtung Tilted Towers geflogen und denke mir so: Yo, da ist doch irgendwas in dem Felsen da drinnen. Und dann sehe ich: Yo, das ist ein Lama. Und dann habe ich mich da einfach mal drauf gestellt. Der Mo war auch dabei, und das war wirklich absolut krank. Also da vor Tilted Towers in so einem Stein einfach ein Lama zu finden, ist schon ganz witzig. Es gibt ja auch wirklich sau viele verschiedene Lama-Spawns. Also da gab es schon welche, wo Lamas einfach in der Luft gefunden wurden. Also da gibt es echt kranke Sachen. Falls ihr dazu irgendwie coole Gameplay-Dateien oder so habt, oder falls euch sowas schon mal selber passiert ist, dann könnt ihr mir das gerne auf Instagram schicken. FIFA Allstars_David heißt ich dort, und dort könnt ihr mir einfach mal eure besten Fortnite-Gameplays schicken, beziehungsweise halt einfach irgendwelche lustigen Sachen, irgendwelche Glitches, was auch immer. Schickt mir dort einfach mal ein paar neue News, falls ihr da irgendwie was am Start habt. Und was ich euch auch empfehlen kann, ist, wenn ihr kurz vorm Landen seid, also so sagen wir 15, 20 Sekunden bevor ihr auf dem Boden seid, da ist es sehr intelligent, einfach mal am Boden zu schauen, ob ihr schon Lamas seht. Also wenn ihr in der Luft seid, einfach einmal im Kreis drehen und vielleicht schauen, ob ihr irgendwo ein Lama sichten könnt, denn man kann die gut sehen aus der Luft. Und so habe ich schon insgesamt 4-5 Lamas oder so gefunden, indem ich einfach in der Luft schon geschaut habe, denn so habt ihr natürlich den größten Überblick, und da könnt ihr auf jeden Fall easy Lamas finden. Das war's auch schon wieder mit dem heutigen Video. Falls es dir gefallen hat, lass gerne mal einen Daumen nach oben da, gerne auch ein Abo da lassen und eventuell auch die Glocke aktivieren, denn ihr wisst es, die Videos werden teilweise nicht in der Abo-Box angezeigt, und deswegen wäre es natürlich sehr cool, wenn ihr da die Glocke aktivieren könntet. Und damit bin ich auch schon wieder raus, Jungs. Vergesst nicht, habt immer High Hopes, bis zum nächsten Mal und ciao!